So Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal M4 Live, Teil 3. Könnt ihr mal sehen, in welchem Wagen wir sitzen. Ich glaube, die schon ein bisschen länger dabei sind, haben vielleicht ein, zwei Videos von dem Wagen schon gesehen. Und ich dachte mir, ich mache mal so ein Point-of-View-Video, dass man quasi so aus der Ich-Perspektive sieht, wie man hier das schöne alte Schätzchen hier fährt. E30 M3 Sport Evolution, Baujahr 1990, 95.000 Kilometer gelaufen. Und wer sich so ein bisschen auskennt, weiß genau, was für einen seltenen Diamanten wir gerade fahren hier. Till sitzt neben mir. Ich muss mal gucken, ob ich ihn jetzt sehe. Das weiß ich jetzt noch nicht. Alles gut. Die Go 2. Und zeige euch das mal, wie das aussieht. Ich habe ja auf der Cappy von Till befestigt. Dann nimmt er jetzt gerade auf. Und ich kann so sagen, ja so Leute, so sieht's aus, wenn ich hier mit der Kamera fahre. Mit der Go 2 von Insta360. Ups. Ja! Also schnell hier. Und so kann man jetzt hier ganz entspannt rumfahren. Und das, ich guck einfach mal, dass da Flair so ein bisschen rüberkommt. Vielleicht aus der Ansicht ist mal was anderes als die Kamera immer auf uns gerichtet. Wollen wir mal gucken, ob du irgendwie noch eine Strecke hast, wo wir noch ein bisschen fahren können. Dann spannend, gell, mal den Drehzahlmesser dann zu sehen oder genau, so vielleicht. Ja. Ne? Ich müsste mal gucken. Man kann es ja natürlich auch so sehen, wenn ich so reinschaue. Sieht das hin? Auf jeden Fall noch mehr Kameras. Ich brauche noch mehr. Ich habe so viele Kameras. Also ich könnte die alle. Das ganze Auto könnte ich hier. Ja. Vor allen Dingen habe ich 3, 4, 5 Kameras habe ich dabei. First to connect. Genau. Drückst du mal drauf. Jetzt wartest du kurz. So. Und jetzt brauchst du nur einmal die Aufnahme und dann kannst du rüber dahin filmen. Ah, okay. Du kannst ja Aufnahme schon mal machen und dann filmst du einfach mal so einen Rückspiegel oder so. Mal hier von innen drin, wie du das siehst. Ja. Eigentlich hätte ich mir gedacht, du hättest auch eine Cappy aufhaben müssen. Hätten wir beide so eine Kamera, das wäre witzig. Ja, scheiße, haben wir nicht drüber nachgedacht, ne? Aber das machen wir nichts mehr. Müssen wir halt noch ein Video machen. Ja. Die X3, so, das Ding auch noch als Elektro oder noch so groß? Ne, weiß ich nicht. So, also wie jetzt hier, das war das Fahrwerk. Center Komfort, genau. Normal Sport. Ja. Dann, was war sonst noch besonders? Bordcomputer sind hier oben noch. Ja. Also das ist auch ganz, ganz selten. Das gab es früher. Einmal mal drauf drücken, da konntest du sehen, ob alles in Ordnung ist. Ja. Und vom Lenken her ist echt... ist schon ein sehr, sehr geiles Feeling. Ach, hier bist du gerade hergefahren. Statt. Also langsam ist er nicht, ohne Scheiß. Nee, ne? Nein. Ja, ja, wie gesagt, du darfst ihn nicht vergessen, ne? 1200 Kilogramm nur und 238 PS. Das ist halt auch nicht wenig, ne? Nee, das ist schon gut. Ach, hier unten siehst du sogar eine Sportanzeige, oder? S. Genau, das S, wenn es jetzt auf das N. N machst. Genau, ich zeige dir das mal. Kannst du ja mal schalten? Ja. Das ist jetzt N, S. Genau. Und das ist der Tacho, könnt ihr auch nochmal so sehen. Das ist voll komisch, so eine Kamera in der Hand zu haben. Ja. Da denkst du auch immer, ist das kaputt oder sowas? Ja, 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 ja. Ist der Akku gerade nicht in der Hand haben. Ja. Kleine Blockbatterie. Ja. Ja, ist schon sehr geil. Wir können jetzt auf diese Strecke fahren, wo wir auch mit dem E92 E-Test ja. waren. Okay, dann fahren wir durch den Tunnel und dann genau. zurück, ja. Aha. Da würde ich aber sagen, machen wir. Das Dach zu, ja. Haben wir jetzt rechts, oder? Ja. Warum macht er die ein? Was ist das? Vielleicht für eine Rallye oder so. Oh, okay, stimmt. Dann ziehen wir sofort wieder rechts, oder? Genau. Gibt es eigentlich Schwachstellen mit Schiebe da früher? Weißt du das? Boah, ja. Ich könnte mir vorstellen mit der Undichtigkeit. Ja, ja, das hört man ja manchmal. Jetzt so. Kannst du mal durchschlagen. Was man sich daran gewöhnen muss, ist, dass du so, wenn du einmal bewegst, so, dass ja. du so ein bisschen dieses Bewegung hast. Dann musst ja. du das, wenn man das nicht kennt, so, heutzutage ist ja alles super steif. So. Aber dafür für 30 Jahre überleg mal. Ja, du kannst hier natürlich in das Auto kannst du auch noch mal ein KW-gewinnende Fahrwerk reinmachen. Gibt's das dafür? Ja, ja, gibt's auch. Aber. Nee, das ist. Darfst du nicht mehr so viel machen. Wolltest du auch schon die Ansaugung machen, hast du gesagt. Ja, ja, nee, das ist direkt wieder eigentlich. Obwohl, ich habe es mir schon alles angeguckt und so echt? Weiter. Ja, ja, das, also ich war schon kurz davor. Echt? Es war quasi schon im Warenkorb. Ja, und dann kam die Frau,
Nee. Die weiß bei Autos. Vielen nicht. Ja, die darf immer, die darf alles sagen und alles intervenieren, aber die weiß einfach bei manchen Themen. Da bringt es halt auch nichts. Also. Ja, da hast du ja gesagt, als du den gesehen hast, ne? Ja, da war er vorbei. Sie war dabei und hat das ja miterlebt und da wusste sie halt auch direkt selber. Und sie hat aber auch selber gesagt, was ein schönes Auto. Ja, sie kannte ja auch den schwarzen. Ja. Was ja auch immer geil, wenn ich gesagt habe, so, klingt jetzt blöd, aber mit welchem Auto fahren wir zum Essen oder fahren irgendwo hin? Ha. Hat sie immer gesagt, mit dem alten. Immer mit dem Alter. Echt? Ja. Aber das ist ja schon cool, dass sie das da auch mag. So. Das ist auch nicht so oft, finde ich. Nee. Also meine Freundin sagt immer so, M4, zu hart. Ja. Ja, klar. Ja. Also das ist natürlich, hat das vielleicht auch den Hintergrund, dass ich mit dem Auto einfach nicht so schnell fahre. Wie das, das kann natürlich sein. Ja. Das Motorradfahrer, wenn sie ja wissen jetzt. Pass auf, jetzt kriegst du eine Macke hier. Ja, jetzt hier. Boah, den verfolge ich bis an sein Lebensende. Ja, Leute, ich hoffe, wir hatten echt Spaß mit dem Video. Ja, wie schon gesagt, das ist so, du kommst runter, aber einfach mal nur auf das Wesentliche. Und das wird sehr, sehr schön. Erzähl dann, dann gibt es ja fast gar nicht mehr, was du mich da mitmachen kannst. Hast du hier? Weil du hier halt total untertourig fährst, weil du es halt anders gewohnt bist. Ja. Mit dem M4 oder selbst. Wenn, so? Ja, oh, guck mal, Wiesmann. Wiesmann finde ich auch schön. Wiesmann ist auch in Ordnung, ja. Finde ich aber auch nur geil, wenn du die alten mit dem Hochdrehzahlmotor nimmst. Ja, die neueren GTs hier mit den Turbos. Drin, ja, oh, Z8, was ist denn heute los? Juhu. Also, wenn wir unterwegs sind, ist aber immer Highlife, ne? Z8 ist auch geil. Ja, das ist das immer, wenn du kein Display hast, oder? Da musst du dich immer drauf verlassen, dass das läuft. Ja. Und deswegen gucke ich ab und zu mal rein und wenn es dann blinkt, dann ist es okay. Ah, deswegen hast du gerade gemerkt, dass die Batterie... Ja, ich habe gesehen, auf einmal leuchtet nichts. Okay. Und wir hatten ja jetzt so viel gequatscht, dachte ich mir, hä? Ja, deswegen ist es ganz gut, kannst du immer wechseln, wenn ich hier zwei habe. Ja, wenn du zwei hast. Ja. Und vor allem die andere legt jetzt wieder auf. Genau, die andere kannst du wieder wechseln. Das ist schon praktisch. Das ist schon ganz cool. Aber also du hast ja quasi, deine Kameras haben ja fast mehr Technik als das Auto. Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Das ist das andere eben halt. Ich weiß nicht, wie viel. Wie viel fährst du denn immer so? 2000 so? Ganz entspannt, oder? Ja, also jetzt so, ne? Ja. Aber sonst halt... Versuchst du auch so Landstraße, ne? Ja, Landstraße musst du hochdrehen, sonst macht's halt keinen Spaß, ne? Ja, dann kannst du auch normal M3 aber so alt, ne? Dann brauchst du keinen hier. Weißt du, wie hoch der normale M3 konnte auch so hochziehen? Also drehen? Okay. Die haben ja hier... die haben ja hier die Leistung rausgeholt, indem sie den... nicht die Drehzahl oder so angehoben haben dramatisch, sondern einfach den Motor. Von 2,3 auf 2,5. So, also wir hatten gerade gesagt, 30.000 D-Mark Unterschied. Ja. Sport Evo im Gegensatz zum normalen M3. Also 85.000 D-Mark hast du gesagt. 85.000 D-Mark und anderer Grundpreis 58.000 D-Mark. Krass. Ja, also 40.000 Euro so ein bisschen. Jetzt 200.000 Euro. Ja. Ja, das soll es gewesen sein, Leute. Ich guck mal, dass ich da zusammenschneide, weil zwischendurch ist der Akku die Go 2 heiß geworden. Ja, hoffe, euch hat es gefallen. Lieben, lieben Dank, Till. Nicht zeigen. Das schneide ich raus. Rausschneiden, alles verpixeln. Das kann ich alles verpixeln. Wie wird es denn denn unterwegs? Ich weiß auch nicht, was da vorhat hier. Hauptsache, guck mal, wo die Bushaltestelle ist. Steigen wir ein bisschen aus? Ach, schon, ne? Ja. Ja, das soll es gewesen sein, Leute. Vielen lieben Dank, Till. Sehr gerne. Wir sehen uns wieder. Ja, definitiv. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Hat mich gefreut. Bis die Tage, haut rein. Ciao. Ciao.